Wir testen heute das neue Stumblegeist-Emote und so ein Emote hatten wir tatsächlich noch nie, Freunde. Wir tun das komplett upgraden von Level 0 auf Level 15 und mal gucken, ob das sich wirklich lohnt. Bleibt bis zum Ende dran. Let's go. Okay, wenn wir jetzt in den Shop reinschauen, dann haben wir ja das komplett neue Special-Emote. Speed-Scale heißt das Ganze. Ich habe es noch nicht getestet und ich bin ultra gespannt, wie das jetzt sein wird. Wir öffnen aber nochmal hier kurz das Glücksrad und dann haben wir ja nochmal... wie ich gesehen habe, haben wir dann nochmal eine kostenlose Box, die wir aufmachen können. Mal gucken, was wir kriegen. Oh, 5 Tokens, Bro. 5 Tokens ist echt weg, sage ich euch. Real Talk, Leute. Also da hätte ich jetzt, ja, mir was Besseres gewünscht. Bin ich ehrlich. Aber wir haben jetzt noch die Box. Eine übrig. Spielzeugkiste. Feiere den Start der Stumblegeist Spielzeuge mit kostenlosen Belohnungen. Also es gibt jetzt anscheinend Stumblegeist Spielzeuge. Jetzt gucken wir mal, was wir daraus kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir öffnen mal und bekommen... Bro, wir haben einfach gerade einen Skin bekommen. Aber nun gut, okay. Und hier haben wir die neue Fähigkeit. 5 Euro kostet das Ganze. Ihr bekommt noch 10.000 von diesen Sachen. Und wir autorisieren das jetzt mal. Zack, wir haben Speedgale freigeschaltet. Und 10.000 von diesen Fähigkeitspunkten. Jetzt bin ich übertrieben gespannt. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir sind hier jetzt bei Fähigkeiten. Und wo ist das Speedgale? Speedgale hier. Okay. Also, er wirft hier so einen Gel. Warte mal. Also hier, okay, er wirft so einen Gel. Ich weiß jetzt nicht, ob man da langsamer wird oder was das sonst macht. Das ist Level 5. Dann haben wir hier einmal so einen Feuerlöscher. Level 10. Da kommt einfach aus einer Schlange was raus. Und, okay. Und Level 15 haben wir hier so eine Kanone, die das rausschießt. Okay, wir tun das jetzt erstmal verwenden. Tun es upgraden, würde ich sagen. Tun jetzt mal so viel upgraden, wie es geht. Wir haben 41.000 Punkte. Und wir machen jetzt mal die Abklingzeit und so besser, okay? Wir testen aber jetzt erstmal, bevor wir auf Level 5 sind, das Level 1 bis 5 Emote. So, Level 3 haben wir. Wir machen nochmal hier das so ein bisschen hochleveln. Zack, Level 4. Boom. Okay. Und jetzt gehen wir auf Level 5 tatsächlich. Haben jetzt abgegradet und jetzt seht ihr auch, wir können jetzt zum Beispiel Level 5 freischalten. Aber wir testen trotzdem mal gleich das erste Level, okay? Ich würde sagen, wir gehen rein und dann upgraden wir das weiter. Ich bin übertrieben gespannt. Okay, ich würde aber sagen, wir gucken jetzt mal und spielen Blockdash-Teams bei dem neuen Event. Mal gucken. Okay, let's go, Leute. Wir sind hier in Blockdash-Teams drin. Jetzt bin ich mal übelst gespannt, wie das Emote ist. Warte mal, ich muss auch die richtige Taste treffen. Ah, habe ich es gerade eingesetzt? Nee, warte. Warte mal. Habe ich es eingesetzt? Bin ich dumm? Oh, lol. Jetzt habe ich... Oh, lol. Alter, ich glaube, man ist da übel schnell, wenn man das einsetzt. Gebt euch mal, warte. Guck mal, jetzt... Ich setze es gleich ein, warte. Chill kurz. Aber ich kann es nicht immer einsetzen. Nee, gerade kann ich jetzt wieder kein Emote einsetzen. Warte mal. Hey, kann ich... Warum kann ich kein Emote einsetzen, Leute? Lol. Oh mein Gott, ich... Digga, jetzt kann ich es erst wieder einsetzen. Was ist denn das für eine Cooldown? Okay, warte mal. Ich will nur kurz testen, wie schnell man damit ist. Chill mal kurz. Okay, warte. Okay, wir sind jetzt eh weiter. So, wir sind jetzt im Halbfinale. Okay, jetzt kann ich es nochmal einsetzen. Warte, und zwar jetzt. Digga. Alter, was? Habt ihr gesehen, wie schnell ist man? Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie schnell man ist? Das müssen wir gleich mal bei einer Race-Map abchecken. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei einer Race-Map ist das übertrieben OP. Oh mein Gott, okay. Wir machen jetzt mal Blockdash fertig und dann checken wir mal kurz eine Race-Map ab. Digga, das ist ja... Guck mal. Digga! Ey, Mann, ist ja geisteskrank schnell. Nein! Digga, was macht der denn? Hat er mich weggekickt? Okay, wir sind aber im Finale. Okay, wir sind jetzt im Finale. Ich setze mal das Emote ein. Ich bin halt gespannt, wenn wir das höchste Level von dem Emote erreicht haben. Ja, Mann, ist mega schnell. Guck mal, wie lang das auch noch anhält. Man kann aber nicht höher springen. Also, das geht nicht. Oh, okay, jetzt können wir es oft einsetzen. Alter! Bro, bei einer Race-Map ist es ja komplett die Tutti-Frutti-OP. Bro, das ist Tutti-Frutti. Ich sag euch, wie es ist. Warte. Oh mein Gott, wie schnell. Ach, man muss... Ich hab's raus. Man muss drauf gedrückt bleiben. Ich hab immer nur einmal gedrückt. Wartet mal. Ja. Oh mein Gott. Man muss drauf gedrückt bleiben.
auf dem Knopf. Man muss nicht nur einmal drücken. Weil wenn man drauf gedrückt bleibt, dann kommt auch noch das Gel raus. Jetzt verstehe ich. Okay. Ja, okay. Wir haben es tatsächlich gewonnen. Aber jetzt passt mal auf. Wir tun das auf die nächste Stufe erweitern. Und dann gehen wir jetzt mal in die Race Map rein. Übrigens hatte ich gerade ein echt gutes Team, muss ich sagen. Okay, wir sind jetzt hier nochmal bei Fähigkeiten. Hier ist es. Und jetzt tun wir es mal auf Level 5. Wir gucken aber mal, dass wir es trotzdem... Kriegen wir es noch auf Level 10? Das wäre richtig gut. Boah, das ist mega teuer, ne? Guck mal, 4000 kostet das jetzt. Nochmal 4000. Oh mein Gott, Level 9. Oh, Level 9. Warte mal, ich mache mal kurz meine Cam hoch, damit ihr das seht. Oh, Level 9 haben wir noch geschafft. Ich würde sagen, Cooldown machen wir besser. Oh mein Gott, wir haben... Alter, wir haben Level 10. Okay, aber jetzt erstmal testen wir hier mit dem da. Mit dem Feuerlöscher. Wir können sogar nochmal ein Level aufsteigen, ne? Komm, wir machen mal. Soweit wie es geht. Zack. Okay, wir sind jetzt bei Level 11 und jetzt testen wir mal den Feuerlöscher. Perfekte Map. Schnell stumblen. So, jetzt mal gucken, wie krass das Emote ist. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe aber hier lang, weil ich gar keinen Bock habe, da lang zu gehen. Oh, ich Dummkopf. Warte mal. Jetzt einsetzen. Hä? Ah, ich muss... Warte mal. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich kann nicht springen, wenn ich das Emote einsetze. Ich muss die Taste wohin machen. Man kann nicht springen. Okay. Wenn man das Emote einsetzt, Leute, wichtig. Also ich habe es jetzt auf A, man kann nicht springen. Bro. Okay, das ist ein bisschen blöd. Das lohnt sich Real Talk nur, wenn man jetzt auf einer Geraden ist, ohne irgendwie was anderes. Warte mal. Ja, ja, ja. Alter. Okay, okay, okay. Also springen könnt ihr damit nicht. Also ich zumindest gerade nicht. Warte mal. Einsetzen. Ja, okay, man ist schon mega schnell damit, ne? Guck mal, gebt euch mal. Ich kann es gleich wieder einsetzen, das Emote. Guck mal, wo ich am Anfang so reingechoked habe, bin ich trotzdem fast Erster gewesen. So. Nein, 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 nein. Nein, Bro. Okay, jetzt bin ich durch. Warte mal, ich setze es nochmal ein. Lol, wie oft man das einsetzen aber kann. Ich muss das auf eine andere Taste machen. Ich glaube, man kann trotzdem nicht springen währenddessen. So, let's go. Wir setzen uns gleich mal... Ah, okay, das ist eh die Map. Lol. Lol. Nein. Okay. Schnell durch. Ja, okay, das ist ja... Die... Oh! Das ist ja die Map hier. Hey, warum waren die Gegner so schlecht? Wo sind die? Was machen die? Okay, finale Icy Heights. Ich weiß auch schon, wo wir das einsetzen können jetzt. Und zwar jetzt. Alter, guck mal, wie schnell wir sind. Wir überholen die. Ja, wir sind viel, viel schneller als die Gegner. Warte, wir können es nochmal einsetzen. Oder? Ja. Doch, man kann springen. Digga, man ist so schnell. Man kann springen, nur man muss gleichzeitig damit auch... Oh mein Gott, ich sag dazu nichts, Alter. Ey, wie dumm war das am Ende, dass wir da rausgeflogen sind. Aber jetzt testen wir das Emote auf Level 10, Freunde, mit der Schlange. Jetzt ist es ja noch stärker. So, jetzt geht's richtig ab, Freunde. Hier haben wir das Emote. Da ist es und wir rüsten jetzt die Schlange aus. Wir testen das Ganze aber jetzt mal selber. Und zwar wähle ich dafür auch eine gute Map aus, wo man es gut testen kann. So, ich habe jetzt extra eine coole Race Map ausgewählt. Jetzt gucken wir mal. Ich bleibe auch ein bisschen weiter hinten. Dann mal gucken, ob ich die einholen kann. Ja, Alter. Okay, das ist... Also das ist schon ziemlich krass. Ich zeige es euch gleich nochmal. Warte mal, wir warten, bis die Cooldown vorbei ist. Wir können gleich nochmal den Emote einsetzen. Wir müssen nur ganz kurz warten. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, weil manchmal können wir kein Emote einsetzen. Ich frage mich halt auch, wenn ihr Gegner trefft, ob die dann auch schneller werden. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, Gegner werden dann auch schneller. Müssen wir mal gleich abchecken. Guck mal, wie das aussieht. Ja, 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 ja. Gegner werden auch schneller. Guck mal, wie schnell. Das ist so crazy. Warte mal, ich tue mal jemanden abschießen mit dem. Kann ich von hier aus rüberschießen? Nee, okay, okay, okay. Das zählt nur... Da, wo wir laufen. Also man kann nicht weiter wegschießen oder so. Das geht nicht. Nee.
Guck mal, ich mache die jetzt alle schneller. Guck mal, wie schnell wir alles sind. Okay, mal gucken jetzt hier. Wir setzen es ein. Okay, man kann schon aufhören zu springen. Doch, das geht schon. Ich muss nur weg von dem, von meinem Button hier. Also ihr könnt das Emote kurz einsetzen. So, zack. Dann aufhören, springen. Nochmal einsetzen. Zack. Aufhören, springen. Und dann habt ihr noch den Rest übrig. Ja. Also ich muss sagen, ich finde das Emote ganz cool, Freunde. Was haltet ihr davon? Man ist halt damit echt sehr, sehr schnell. Und ihr könnt auch die anderen Leute... Alter, Leute, das ist richtig cool. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von dem Emote haltet. Ich bin raus. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.